Die drei Brüder Burda, Franz, Frieda und Hubert, 1982 von Andy Warhol auf Leinwand verewigt und alle drei begeisterte Kunstsammler. Noch zu Lebzeiten war es der Wunsch von Frieda Burda gewesen, die gesammelte Kunst der drei Geschwister einmal in seinem Museum in einer gemeinsamen Ausstellung zu vereinen. Und das ist jetzt gelungen. Gezeigt werden Expressionisten, die die Brüder im Laufe der Zeit zusammengetragen haben und die sie geprägt haben. Wie andere Museen auch, war die Ausstellung wochenlang wegen der Corona-Pandemie geschlossen. Und die geplante Eröffnung musste verschoben werden. Bis heute, Susanne Bühler. Um Punkt 10 Uhr ging die Tür des Frieda Burda Museums auf und die ersten Besucher durften hinein. Viele hatten sich im Vorfeld telefonisch oder online angemeldet und sich einen Besuchstermin reserviert. Zu den neuen Spielregeln im Museum gehört ein Einbahnstraßensystem zur Besucherlenkung sowie der obligatorische Mund-Nasen-Schutz. Trotzdem, die meisten waren froh, dass der Kulturbetrieb nun wieder losgeht. Wunderbar. Endlich wieder mal eine Abwechslung. Wir sind heute extra aus der Pfalz hierher gekommen. Wir sind also 100 Kilometer Anreise gemacht. Ich finde das jetzt richtig, richtig toll. Ich freue mich richtig, bald nicht nur Naturberge, Reben, Wald zu sehen. Stattdessen können Besucher sich satt sehen am Rausch der Farben. Bedeutende Werke expressionistischer Maler von Emil Nolde über Gabriele Münter, Karl Schmidt-Rottluff oder Ludwig Kirchner. Die Bilder stammen aus dem privaten Besitz der drei Brüder Franz, Frieda und Hubert, die schon früh mit der Kunst in Kontakt kamen. Die Sammelleidenschaft der Eltern im Hause Burda bildete den Grundstock für die Familienausstellung. Die Idee dazu hatten die beiden Brüder Hubert und Frieda, noch bevor dieser im Juli 2019 verstarb. In vielen Gesprächen noch vor seinem Tod haben sie eigentlich beschlossen, dass sie nochmal die Sammlung der Eltern bzw. die Bilder, mit denen sie aufgewachsen sind, die doch nochmal in einer Ausstellung zu vereinen. Präsentiert werden die Bilder auf farbigen Wänden des Malers Karl Ostendarp auf einer Fläche von 300 Quadratmetern. Damit auch alle Besucher genug Abstand haben, sind erstmal nicht mehr als 70 Personen pro Stunde zugelassen. So will das Museum Erfahrungen sammeln. Das ist ein atmendes System. Also wir reagieren auf die Besucher, auf deren Verhalten. Und wir tauschen uns aus, gerade die ersten Tage, damit wir auch für das Wochenende gerüstet sind. Denn am Wochenende kommen noch mal deutlich mehr Besucher als die, die jetzt hier sind. Schon möglich, dass dann Besucher Schlange stehen müssen, falls sie keine Reservierung haben.